Lieblingsnascherei und Sportprogramm. Pamela Reif gibt Einblicke in ihren Alltag. Die gebürtige Karlsruherin ist die erfolgreichste deutsche Fitness-Influencerin. 8 Millionen Follower schmachten die Beauty und ihren Wow-Buddy mittlerweile an. Doch wer bei diesem Anblick glaubt, dass Pam sich Naschereien verbietet, der irrt. Promiflash spricht mit ihr anlässlich ihres neuen Kochbuches You Deserve This – Snack-Kochbuch. Und wie der Titel vermuten lässt, ist die 25-Jährige tatsächlich eine richtige Naschkatze. Neben Schokokeksen und Brownies kann Pam vor allem bei einer Leckerei nicht widerstehen. Wo ich mich gar nicht zusammenreißen kann, ist Nussmus. Da könnte ich auch nach dem Abendessen in der Küche stehen und als Dessert ein halbes Glas auslöffeln. Das finde ich echt so lecker. Um mehr Snacks essen zu können, lässt die YouTuberin sogar auch mal eine Hauptmahlzeit weg. Ansonsten achtet sie jedoch darauf, ihre Ernährung gesund und ausgewogen zu gestalten. Zum Frühstück gibt es Porridge, am Abend kocht sie am liebsten Gerichte mit Gemüse und Quinoa. Im Restaurant bevorzugt die Webvideoproduzentin hingegen Rindersteak. Doch gibt es auch etwas, das niemals bei ihr auf den Teller kommt? Ich bin auf jeden Fall eher die Naschkatze und weniger der Mensch, der sich jetzt nach Burger, Pommes und Pizza sehnt. Das war noch nie etwas, was mich so unfassbar angemacht hat. Das esse ich auch heute nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal einen Burger gegessen habe. Gesunde Ernährung ist das eine. Für ihren fitten Body trainiert Pam aber auch hart. Und zwar fast täglich. So diszipliniert wie heute ist die Blondine jedoch nicht immer. Ich habe Sport mit 16 angefangen und war dann immer gut dabei. Dann kam aber so eine Phase, in der ich viel auf Reisen war und viele andere Sachen erlebt habe, die meinen strukturierten Alltag durcheinandergebracht haben. Ich habe das am Anfang gar nicht so richtig negativ bemerkt, fand das auch alles okay, aber irgendwann, wenn man sich alte Bilder anschaut, erinnert man sich daran, wie fit man sich gefühlt hat. Heute ist Pam in ihrer besten Form und gibt ihr Wissen nur zu gern weiter. An den bevorstehenden Festtagen ohne schlechtes Gewissen schlemmen? Auch das ist dank ihr möglich. Gegenüber Promiflash verrät die Sportskanone ihren ultimativen Fitness-Tipp für Weihnachten. Ich würde auf jeden Fall gucken, dass man den Sport weitermacht wie bisher. Oder wenn man noch keinen gemacht hat, sollte man vielleicht mal meine Dance-Workouts ausprobieren. Die fühlen sich nämlich so gar nicht an wie Sport. Das macht richtig gute Laune und verbrennt ganz passiv, man merkt es fast nicht, ganz viele Kalorien. Das macht auch Spaß mit den Freunden und der Familie zusammen. Dass ihre Tanzvideos wirklich Spaß machen, zeigt Pam selber nur zu gut. Ob sie vielleicht auch so strahlt, weil in der Küche ein Gläschen Nussmus auf sie wartet?